das wird heute eine sehr promilastige Rummelrupp-Folge. Eine ganze Menge Leute haben sich angesagt, zum Beispiel der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar 2019, Darwin Herbrücken. Außerdem sind die Wollersheim-Star. Wen haben wir außerdem noch? Lisa Wohlgemuth. Vielen wahrscheinlich bekannt aus einer früheren Rummelrupp-Folge. Wir haben Markus von der NDW. Dabei habe ich jetzt noch jemanden vergessen. Wollersheims hatte ich, Lisa Wohlgemuth. Es ist wirklich eine ganze Menge. Ich muss los. Schaut euch mal an, wen ich jetzt hier direkt vor der Kamera habe. Eine Dame und einen Herrn. Die Dame habt ihr beim Rummelrupp schon im vergangenen Jahr gesehen. Lisa Wohlgemuth, grüß dich. Und wir haben Markus, vielen, vielen mit Sicherheit bekannt. Das habe ich gemerkt, die Leute sind ja abgegangen bei dir, oder? War klasse, Zwickau. Ein tolles Publikum hier in Zwickau. Ich habe das letzte Mal auf dem Trabi-Festival gespielt. Das war auch sehr gut. Da geht die Sau ab. Das hat natürlich gepasst. Von meinem Song her, aber hier, heute Abend wunderbar. Also Lisa, du wirst... Ich werde begeistert sein. Ja, ich bin gespannt. Du warst ja letztes Jahr auch schon hier beim Volksfest. Ja. Wie war der Auftritt? Zurückblickend ist jetzt ein Jahr her. Das war doch im Herbst Volksfest. Ja. Also es war echt schön. Kann ich nichts dagegen sagen. Also, ja. Es ist immer schön eigentlich in Zwickau. Ja gut, die Zwickauer können feiern, das muss man so sagen. Ne? Ja. Wann wirst du auftreten? Wird man dich noch mal hören? Du hast Feierabend, oder? Ich habe ein Pulver verschossen, sozusagen. Ja, ein Pulver verschossen. Also, jetzt kommt's. Ja, es war auch ein musikalisches Feuerwerk. Ja. Wann wirst du in etwa machen? Ich glaube 8:45. Bei mir ist zwar noch 7:30, aber die Uhr ist noch nicht gestellt. Warte mal, ich kann mal gucken. Das ist ja hier quasi leid. 7:30, ne? Es ist 8:50. 8:50. Ja. Ich muss sie nochmal auf. Okay. Ja. Apropos Uhrzeit, in einer Viertelstunde ist es dann 3/4 oder 3/4? 3/4. 3/4. Bei dir ist auch 3/4. Leute, ihr habt es alle gehört. Das wollte ich mal geklärt haben. Lisa Wohlgemuth, Markus. Ja halb aus dem Erzgebirge. Was kommst du? Ah, ja. Wo denn her? Welche Hälfte? Zinnwald. Oho. Aus Zinnwald? Ja. Welche Hälfte von dir? Also eigentlich alle. Alle wow. Aus Zinnwald. Oder noch Teplitz schöner oder so. Also, dann ist es ein Heimspiel zu halb. Okay. Ich habe mich gerade mit dem wir haben gerade zusammen schon ein paar Lieder von Anton Günther. Ja. Anton Günther. Says fire. Ja. Bis draußen wieder schneit. Ah, ist das herrlich. Lieber nee jetzt nie. Nee. Absolut. Aber es ist schwer, wirklich? Ja. Nee. Schnee angesagt, aber nur im Gebirge. Ich bin nicht bereit. Ja, ja, im Gebirge gibt es ja nur zwei Jahreszeiten. Es wird Winter und es ist Winter. Ja. Ja. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich. Ja, danke dir. Habt noch eine schöne Zeit hier in Zwickau. Dankeschön. Meister Herbrücken ist jetzt hier direkt bei mir. Jetzt sag doch bitte noch mal ganz genau, wie man den Vornamen ausspricht. Englisch, Deutsch oder? Tatsächlich Deutsch, Darwin. Deutsch. Aber ich glaube, in der Rechtschreibung wird er tatsächlich Devin ausgesprochen, aber meine Eltern haben mich mal Darwin genannt und ich höre auf alles. Ja, siehst du mal, meine Frau heißt deutsch ausgesprochen Maureen, sagt auch jeder Maureen. Okay, ja, gut. Du kennst das. Pass auf, ich habe mal nachgerechnet. Samstagabend war die Entscheidung, Sonntag, Montag, wir haben jetzt Dienstag. Du hattest 3 Tage Zeit, um hier ein Bühnenprogramm vorzubereiten. Nee, ihr musstet alle wahrscheinlich schon so ein bisschen was in petto haben. Wie lief denn das ab? Tatsächlich kam es sehr überraschend. Ich habe am Sonntag dann erfahren, oder direkt Samstag nach der Show, dass ich hier Dienstag in Zwickau singen werde. Ich habe aber Programm immer dabei, weil ich auch vor DSDS sehr viele Konzerte gegeben habe und immer unterwegs bin. Von daher ist es für mich eigentlich kein Problem, hier gleich ein bisschen auf der Bühne zu performen. Das wurde jetzt also kein spezielles DSDS-Konzert, sondern da ist wirklich Darwin 100% drin. Da ist Darwin 100% drin, ja. Was werden wir denn hören? Also ihr werdet auf jeden Fall meine Single The River hören, ja. Die ja direkt rausgekommen ist am Freitag. Ja. Genau, letzte Woche Freitag. Und
Ja, wir haben am Montag das Video gedreht, das Musikvideo zu The River. Das wird am Freitag auch zu sehen sein, da freue ich mich auch besonders drauf. Da könnt ihr euch natürlich auch sehr drauf freuen, weil es echt sehr gelungen ist. Wir haben die Gerda Lewis von Germany's Next Topmodel mit im Video und ja, es war einfach eine geile Zeit. Wir haben, hatten ein super Team, hatten sehr viel Spaß beim Dreh und da kann sich jeder drauf freuen. Geil, ich freue mich auch drauf und ich wünsche dir einen richtig geilen Auftritt. Ja, danke schön. Danke dir. Bin ich hier im Leitstand oder sagt man Leitwarte? Nee, wie heißt das eigentlich wir richtig? Wir nennen es eigentlich Kasse. Ach weil so. Es ja eigentlich unser Kassenbereich mit ach. Fahrpult ist. Ah, okay, ja. Und zwar ist das ein Fahrgeschäft für Kinder. Genau. Samba genannt. Genau, das fliegende Karussell. Ja, was mich mal interessieren würde, Kinder sind ja ein ganz tolles Publikum, allerdings auch unberechenbar. Hattest ja. du da auch schon mal so Erfahrungen? Gewisse Erfahrungen hat man mit Kindern, ja, aber... Ist schon mal jemand während der Fahrt ausgestiegen? Es wurde probiert, während der Fahrt auszusteigen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, wir haben ja die neuesten TÜV-Normen oder allgemein, jedes Karussell muss ja Notalt haben. Und wenn ich den drücke, muss das Karussell innerhalb von Sekunden stehen bleiben. Ja. Was aber auch nicht gesund ist für die ganze Antriebstechnik. Ja, ja ist klar. Weil hau mal bei voller Fahrt bei einem Fahrrad ein Besenspiel in die Speiche. Mhm. Ja, ist klar. Aber das Kind kann gar nicht so schnell gucken. Das hat gerade den Gedanken zu Ende gedacht. Da hast du das Ding schon gestoppt. Genau. Ja. Geil. Da müssen wir aufpassen und reagieren. Aber wir haben ja auch unsere Fahrzeuge in dem Dino oder Transformer, Autos, alles was wir am Karussell haben. Sicherheitsgurte. Ah, ja. Das ist ganz wichtig und das wird auch immer von unserem Personal, wenn die Chips eingesammelt werden, zack, Gurt zu. Ja. Na gut, da kann Kette nichts passieren. Zu. Das ist schön. Cool. Und sonst noch irgendwelche verrückten Begebenheiten auf deinem Fahrgeschäft? Verrückte Begebenheiten, ja. Wir haben heute hier Bert Wollersheim und seine Gattin und Engel B mit unserem Karussell abgefahren. Bert Wollersheim auf dem Samba? Genau. Nein! Der wollte unbedingt Karussell fahren. Ich habe den verpasst. Also ich habe ihn nicht so verpasst. Natürlich ist er noch da, aber eben diese Fahrt habe ich verpasst. Ah, mega. Wir haben aber Gott sei Dank auch unser Marco Walz hat ein Live-Video gemacht auf Facebook. Und da ist das wunderbar zu sehen, wie Bert Wollersheim heute in diesem Barbie-Auto mitgefahren ist. Ist das geil. Ja. Ich meine, der Mann ist eine Showgröße, der weiß, wie man die Leute unterhält. Ja, also ganz mega. Großes Kino, muss ich ehrlich sagen. Ganz korrekt, kein Sie, gleich Du. Also ja, also ein toller Mensch ist es auf jeden Fall. Also Bert Wollersheim, ja, also, Daumen hoch kann man sagen. Einwandfrei, wirklich. Gut, du hast neue Fahrgäste, hier kommt der Nächste. Ich danke dir erstmal. Ja, bitte. Tschüss. So, bitteschön. Einmal. Und jetzt sind die Wollersheims auch noch da am Truck von XL Event. Und ich würde ganz gern mal wissen, wo sind denn die Einhörner? Die Einhörner sind hier. Sind alle noch da? Alle noch da. Es gibt kein einziges mehr. Wie viel waren das ungefähr? Zu wenig. ja, sammelt die? Ja, ich liebe Einhörner. Ich auch. Echt? Ja. Wollen wir uns austauschen? Ja, ich glaube, ich habe dann aber noch nicht so viele Einhörner in meiner Sammlung. Ich habe eins. Ja, kommt ja nicht an. Ich habe mir heute hier schon allein 20 Stück abgesammelt. Ach du Scheiße. Na dann, ein guter Anlass mal wieder nach Zwickau zu kommen. Auf alle Fälle. Nächstes Jahr mit neuen Einhörnern. Wir sind dabei. Wie war der Auftritt? Also von unten. Geil. Super. Dann viel Spaß noch auf dem Volksfest. Ja, gerne. Ja, herzlichen Dank. Ja. Wenn der Magen knurrt, dann sollte man sich professionelle Hilfe holen. Jawohl. Ja, in dem Falle in Hilfe von... wer bist du? Ich bin der Jens. Der Jens. Der Chefkoch, der hier am Platz steht. Oh, und wenn ich die Champignons so sehe, also das ist mal richtig lecker. Jawohl.
sag mal, Champignons, das geht eigentlich immer. Ich sehe, wenn Champignons irgendwo sind, da können sich die meisten Leute drauf einigen, richtig, oder? Kannst du das so bestätigen? Ja, kann ich so bestätigen. Ja? Und wichtig ist vielleicht auch eine Soße, verschiedene. Aber Knoblauch, Hollandaise, Kräuter, Schmand. Ja. Irgendwas. Ja, man muss natürlich sagen, Knoblauch, das darf man nur machen, wenn am nächsten Tag man nicht arbeiten muss. Aber geht natürlich heute. Morgen ist Tag der Arbeit. Du, ich kann dir eins sagen, man kann auch mit Knoblauch arbeiten. Nur küssen kann man nicht, aber arbeiten kann man. Ach so, okay. Ja. Na, merkt man da was, dass die Leute so kurz vor dem Feiertag mehr Knoblauch essen? Nein. Die essen eigentlich alle Pfannens Knoblauch. Alle? Alle. Bin begeistert. Zu 99% Knoblauch. 99%. So. Eine Frage. Ja. Würdest du mir das Rezept verraten? Ich bin völlig entsetzt, wie meine Champignons sind, die ich zu Hause mache, hat mit zum Beispiel euren überhaupt nichts zu tun. Was mache ich da falsch? Da kann ich dir sagen, das Rezept wäre jetzt ja nicht verraten. Deine ist liegen auf dem Friedhof, da kannst du da ausgehen. Okay. Also muss man zu Jens gehen und sich da die Champignons holen. Deswegen sind wir ja hier. Jawohl. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche noch richtig gute Geschäfte hier. Danke, danke. Tschüss. Von mir gewesen sein. Das war eine interessante Folge, vor allem also die Einhörner von Wollersheims, nicht schlecht. Aber ich möchte mich von euch nicht verabschieden, ohne noch eine Ankündigung gemacht zu haben, und zwar auf die nächsten Aktionen auf dem Frühlingsvolksfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Da wäre zum Beispiel zum 1. Mai der Familientag mit reduzierten Preisen an vielen, vielen Geschäften. Und nicht zu vergessen, dann am 2. Mai die Facebook-Aktion mit Rummelruck, 17 Uhr auf dem Festgelände. Am 2. Mai, da solltet ihr dabei sein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Ich würde mich über Daumen nach oben freuen. Was heißt ich? Natürlich auch die Schausteller. Abonniert auch bei Facebook mal deren Seite, und zwar Volksfeste Zwickau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.